Hallo und herzlich willkommen zu Tales of Arise, Teil 42. Wir haben den Gegner besiegt, den Riesengegner, haben alles verbraucht, was wir hatten. Und da war aber nichts von der Herrscherin zu sehen, überhaupt nichts. Oder von dem Lord, ich sag die ganze Zeit Herrscherin. Weil irgendwie Lord fürs... Die Lord, ich will irgendwie so eine weibliche Form von Lord suche ich die ganze Zeit. Und Lordin passt irgendwie nicht. Deswegen sage ich irgendwie Herrscherin. Nach Nietz wollen wir gucken, was da eigentlich los ist. Vielleicht sollten wir erst zum Gasthaus gehen, gell? Ich glaube, das machen wir. Ich glaube, das machen wir. Oder machen wir das danach? Nehmen wir mal es jetzt. Wer weiß, was passiert. Lass uns erstmal schön entspannen und dann gucken wir mal weiter. Wir haben unser Ziel erreicht. Wir haben jetzt auch ganz schön viel Geld, um neue Sachen zu machen, glaube ich, oder? Wir wollen neue Waffen, auf jeden Fall. Die Frage ist, wie viel Kohle kriegt man dafür? Waffe fertigen, goldenes Langschwert. Es fehlt uns tatsächlich nur... Ja, das ist halt echt doof, dass wir das Zeug verkauft haben, gell? Goldenes Langschwert ist ordentlicher Damage Boost, ey. Ein goldenes Schwert, das bei jedem Hieb funkelt. Eigentlich nicht als Waffe gedacht. Soll es den Reichtum seines Besitzers zur Schau stellen. Verbesserter Malzahn, verbesserter Sturmflügel. Das heißt, wir machen jetzt erst ein Langschwert, ja. Und machen jetzt ein goldenes. Gibt uns ganz schön Boost. Ganz schön Damage Boost. Zack. Verbessertes Glutgebrüll. Da fehlt uns das Zeug auf. Oha, guckt euch den Unterschied auch an. Verbesserter Schwarzdorn. Eine rosenähnliche Waffe, die Dunkelheit sammelt und abfeuert. Jeder Schuss feuert dichtere, dunkle Energie ab und verursacht große Schmerzen. Scheiße, Dunkelheit hier, ha? Schwarzdorn hat sie sogar ausgerüstet. Das heißt, wir müssen sie weg ausrüsten. Können wir das irgendwie machen? Charakter ansehen? Nee, das will ich nicht. Ich will, dass sie die, Dann müssen wir kurz zurück. Dass wir die Ausrüstung wegmachen bei ihr. Schwarzdorn, edle Rose, ja. Und jetzt, damit wir auch mal ein bisschen stärker sind hier, können wir verbessert das Schwarzdorn reinmachen. Das ist nämlich echt unser Problem, keinen Schaden zu machen. Das ist nicht so viel, gell? Katzenbastion, wie das Ding aussieht, ey. Die Steinmaus sieht halt geil aus, finde ich. Ein Schild, in dem der Geist einer süßen schwarzen Katze haust. Diese Katze ist ihrem Meister so ergeben, dass sie jede Gefahr abhalten würde. Aber das macht mir zu wenig Unterschied. Das macht mir auch zu wenig Unterschied. Das macht richtig viel Unterschied. Da fehlt der Astralkristall. Denn die haben wir gehabt, aber die haben wir jetzt für Dings eingesetzt, gell? Flammenritter. Inferno-Zahn fehlt uns zwar nicht toll. Selbst das wäre ein Upgrade. Besserte geflügelte Handschuhe. Machen wir dann das? Ich glaube schon, gell? Was können wir bei ihr? Die Arten des Kosmos fehlt auch Promaon. Astralkristall. Wasserzähmung 2 der Ausgabe. Das wäre halt schon richtig cool, das oben. Eine akademische Sammlung von Geräten, die mit Wasser funktionieren. Überarbeitete Ausgabe mit Zusatzinformationen, die das Leben erschweren. Okay, das heißt, wir brauchen Wasserzähmung. Ja. Und Wasserzähmung 2 der Ausgabe. Ja. Das heißt, wir haben auch bei ihr ein schönes Upgrade. Und bei Lore möchte ich das gleiche nochmal machen. Ups. Das ist ein bisschen doof, dass man das nicht herstellen kann, wenn man nicht... Also wenn man die Waffe, die man zum Upgrade braucht, ausgerüstet hat. Jetzt kann ich sie nämlich machen. Das ist irgendwie blöd, gell? Aber die sind schon deutlich besser, so. Soll ich mir da noch was herstellen? Zubehör fertigen. Ich hätte hier halt gern noch irgendwie was Besseres. Egal. Wir müssen eh noch Geld hierfür ausgeben. Das ist so krank. Gibt's irgendwas, was ich verkaufen kann? Eigentlich ja, aber wir wissen ja jetzt, dass wir das teilweise noch brauchen. Hier vielleicht auch. Schau, die Frage, ob wir rüstungsmäßig noch was holen. 1500 gibt uns das. Ist hier irgendwas, was wertvoll ist? Harte sphärische Hülle.
sind diese Zutaten, ja, hier Zubehör. Ne, stimmt gar nicht, das ist Materialien. Die sind halt schon was wert, gell? Gibt's irgendwas, von dem wir richtig viel haben? Von Astralmasse. Das gibt doch, das könnte doch hier ein bisschen Kohle geben. Können wir 20 verkaufen. Jawohl. Hier, bizarrer Megakern, können wir 30 verkaufen. Und noch irgend von irgendwas richtig viel. Das ist noch einiges wert, da haben wir recht viel davon. Hat das sphärische Hülle immer auch viele von, gell? Egal, das reicht uns erstmal. Ich hoffe mal, dass wir nicht gleich wieder kämpfen müssen. Hart kämpfen müssen. Zwei Orangen-Gelees. Und 8 Tränke des Lebens. Und dann, und damit ist das Geld schon wieder weg. Haben wir gerade wirklich so viel Geld ausgegeben? Ja, wir haben gerade wirklich so viel Geld ausgegeben. Wirklich, wirklich, wirklich. Mehr seltenes Erz. Das klingt eigentlich gut, aber ich weiß halt nicht. Das hätten wir gerade vorhin eigentlich reinmachen sollen, ja? Was haben wir hier denn noch? Verteidigung hoch. Machen wir mal das. Das sollte auf jeden Fall satt machen. Schmeckt zwar nicht gut, aber es sollte auf jeden Fall satt machen. Auf jeden Fall. So, perfekt. Das heißt, wir sind bereit für was auch immer jetzt kommt. Mit der Tränke des Lebens und auch wieder Chalet. Was passiert jetzt? Irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht, das sehe ich genauso. Jetzt müssen wir wieder ins Gasthaus. Vielleicht arbeiten die zusammen, das könnte ich mir irgendwie vorstellen. Achso, Gasthaus ist da hinten, ja. Wobei, irgendwie macht das auch keinen Sinn, dass er... Warum sollte die mit dem zusammenarbeiten und sich aus dem Schloss vertreiben lassen? Nur um dann wieder zurückzukommen für irgendeinen krassen Plan. Naja, wir werden sehen. Wenn ihr bis zu deinem Siegesansprache nichts zu tun habt, könnt ihr hier warten. Ich stelle euch gerne ein Zimmer zur Verfügung. Sobald es Zeit für das große Event ist, komme ich euch holen.
Wir warten im Zimmer. Passiert jetzt was Krasses? Was richtig Krasses? Kore ga minna kaihousareta danashin nano ka? Ah. Machi wa konna arisama demo, hito wa kou shite ikiteiru. Surudo no shogu mo kimeru toyu hanashi datta. Jissai no tokoro, dou suru tsumori nano daro na? Sore wa... Okay. Oh, was für eine krasse Sequenz, Surudo. Aumedora Kaineris. Yameyo! Nikushimi kara wa nani mo umarenu. Torikaeshi no tsukanai koto ni. Hey, what the fuck? Wie anders der aussieht sogar. Sabaki da to yu no. Also, wie sie es verbrennen wollen oder machen. Hey, ich meine, wenn du da die ganze Zeit drunter gelitten hast. Das ist eine Falle. Helgai no kajutsu ka? Alter, halt's Maul. Die sterben jetzt alle, oder was? Das ist Wind, ihr Astralenergie, nicht Feuer. Das war einfach eine Falle. Alter. Okay. Wow, das ist krank. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ich hätte jetzt irgendwie gedacht, wir tun uns jetzt auf ihre Seite schlagen und so. Alter, die hat die alle einfach getötet. Aber es muss einen Verräter geben. Oder wie kamen die da sonst ran? Also wie kamen die alle an das Getränk ran? Glaubt ihr, der andere Typ ist der Verräter? Das wäre halt so krass. Hä, was? Oh,
あの時根絶やしにしたものと思っていたが、さては生き残りがいたか。おい、リベル！うるさい！私はこのためだけに生きてきたんだ。邪魔するならあんたも殺せ！お前、殺してやる。絶対殺してやる！Hä, warum? Was soll das? Bestimmt seine Mutter. What the fuck? どいてよ。でないとまた吹っ飛ばすから。それでも悪い。俺うまいこと言えないけど。そんなさっき溶けちまった連中みたいな顔で、あの女を殺させちゃダメだって。Nein, wir töten die auf jeden Fall. Töten die auf jeden Fall. Aber ja, verdammt. Alter, hat er sich. Das wäre krass, wenn sie ihn jetzt einfach noch angegriffen hätte. Das hätte eh nichts gebracht. わらわはひたすら研鑽に励んでまいった。お前の一族の知識も益するところ大であった。せめてもの礼じゃ。その成果の一端を味わっておくれ。Scheiße, wir müssen jetzt gegen die kämpfen. Zum Glück habe ich nur mal einen gekauft. Aber das reicht wahrscheinlich nicht. Wenn die stärker wird als der Zeugel, haben wir ein Riesenproblem. Alle Tyrannosaurus Rex Zeuge. Seto Shio Azanai. Ikeru Jigoku o Amiyageru. Sore ga Warawa ja. Gorojiro. Ikerinimuk. Na toll. Omae ni buttobasareru no wa nareteru kara na. Ima aito 172.000, wie soll ich denn das schaffen, Alter? Ich hoffe, wir müssen ja nicht ganz bekämpfen. Ich frage mich, wie wir aus der Sache hier auch rauskommen wollen. Ja, ich die ganze Zeit so ein bisschen. Boah, der Schwachpunkt, da unten am Schwanz auch. Kommt hier rein, kommt in das. Das Heilfeld bitte rein, wenn wir es schon da haben. Duhalim ist ja fast tot. Ihr seid beide fast tot. Was ist denn los bei euch schon wieder? Die HP geht runter wie sonst noch was. Keine Ahnung, wie ich das schaffen soll. Aber Alter, wie krank war das?
Wie krank war das gerade? Ich habe die einfach alle gekillt, alle zu Dings gemacht. Zu der Flüssigkeit gemacht. Ich hoffe, ich muss ja nicht ganz killen. Sonst sehe ich. Dunkelschwarz sehe ich dann. Oh oh. Ich glaube, da hauen wir selber ein Pfirsich-Gelee rein direkt wieder. Ist das von ihm? Ja, das ist von ihm, dieser Tornado, gell? Ist immer scheiße, wenn er nicht genau weiß, von wem die Attacken sind. Oh! Heilung, bitte. Die Sarah ist fast tot. Alfen ist fast tot. Ich glaube, ich benutze einen Kraftschmangel. Scheiß drauf. Und vielleicht auch nicht. Wow. Und jetzt kommt das Ding. Oh, das ist so bitter. Das ist so bitter. Das wäre eigentlich so wichtig gewesen. Also wenn wir ihn ganz töten müssen, dann wird das auf keinen Fall was. Und aber auch nicht in der nächsten Runde, leider. Leider auch nicht in der nächsten Runde. Ein bisschen grinden sollen, ein bisschen mehr, gell? Ein Viertel schaffen wir zumindest. Ein Viertel schaffen wir immerhin, ne? Besser als gar nichts. Ach komm, von was? Von was bin ich jetzt schon wieder gestorben? Muss echt mehr aufpassen, ja. Aber gerade solche Attacken, wo du dann wirklich gar nicht weißt, dann... Also bei einem Feuerschuss, klar, dann darfst du dich nicht treffen lassen. Wow. Komm halt dann nach hinten, das ist ja richtig gemein. Ich hoffe, dass die Hälfte reicht. Aber ich glaub's nicht. Komm schon alle bitte ins Feld. Gohalim fast tot. Pfirsich-Gelee bitte für den Herrn. Ne, wenn wir es ganz killen müssen, reicht es nicht. Ich habe halt schon wieder kein Orangen-Gelee. Werden noch mehr verkaufen müssen, noch mehr auf Tränke gehen müssen. Aber die Hälfte schaffen wir. Die Hälfte schaffen wir. Ich find's ein bisschen hart, was die so von mir schon erwarten, gell? Letztes Pfirsich-Gelee. Alles klar. Einen Kraftschmangel haben wir auch noch, die wir einsetzen können. Zum Treff. Kraftschmangel, wir brauchen's. Yes, alle nochmal voll.
Für den letzten Kampf. Sei bitte nur die Hälfte. Nur die Hälfte. Komm schon. Nur die Hälfte. Natürlich nett. Ist das so klar. Dann bin ich sehr gespannt, was. Wow, Apfelgelee. Was da jetzt passiert, weil nochmal kämpfen bringt uns, glaube ich, nichts. Kisara ist down. Sollen wir noch Tränke des Lebens einsetzen, ja, solange wir noch welche haben? Ne? Nein, ich hau voll daneben. Ich habe noch ein Leben. Kann ich auch den Trank des Lebens bei mir einsetzen? Ne, ich muss erst sterben. Toll. Ja, dann muss ich halt, bis ich tot bin, das machen. Ich meine, wir haben ihn relativ, also wir haben schon einiges geschafft. Wenn wir jetzt besser fighten, reicht's vielleicht, gell? Nicht down, aber ja, es reicht in dieser Runde auf jeden Fall nett. Naja, ihr mich auch. Direkt wieder tot. Hier müssen wir auch mal auswechseln. Weil uns ist auch gleich wieder tot, gell? Boah, ich hab grad gedacht, wir hätten es geschafft. Scheiße. Tektonischer Spalt. Das macht, glaube ich, schon gut Schaden, gell? Aber ja. Am Ende des Tages ist das auch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Und dann bin ich wieder tot und dann bin ich wieder am Leben. Sind nur noch 50.000. Zwei Drittel haben wir schon. Ja, das ist leider ein bisschen hoffnungslos. Außer es endet jetzt gleich. Ich habe irgendwie noch die Hoffnung, dass wir nicht. Aber wir müssen ihn komplett blätten, gell? Das wird keinen Sinn machen. Aus ich krieg alles gedodged, ja? Er macht diese Drehattacke, er macht diesen Windstoß. Das ist, wenn er mit dem Schwanz auf den Boden haut. Oh, was mache ich? Warum schlage ich ihn da hinten? Ich meine, wenn man ein bisschen mehr aufpasst, läuft es auf jeden Fall besser. Letztes Drittel, gell? Die Attacke ist halt fies. Und tschüss. Nochmal oder zurück zum Titelbildschirm. Kann ich hier speichern? Ich hoffe, ich kann hier nicht speichern. Boah, das ist ja richtig fies. Das ist ja richtig fies, Freunde. Ich kann hier nicht speichern. Das heißt, wo kann ich denn laden? Wann habe ich das letzte Mal gespeichert? Oh, Freunde, das ist richtig hart. Das ist richtig hart. Okay, ich muss überlegen, wie ich das jetzt mache. Wie ich den besiege. Ob ich das schaffe oder ob ich nochmal zum Titelbildschirm zurückgehe und Sachen sammle. Ich glaube, ich könnte ihn vielleicht packen, aber dann muss man ein bisschen vorsichtiger und besser kämpfen, gell? Naja, wir beenden die Folge an der Stelle und ich überlege mir dann, wie ich das mache und
gucken wir mal, ob ich in der nächsten Folge ihn dann einfach erledigt habe. Vielleicht mache ich das auch offstream oder so. Oder ja, mal gucken. Ich überleg's mir. Vielen Dank fürs Zugucken. Macht's gut, haut rein und tschüss.